Kapitel 29. Ein erster Plan. Es war nach dem Abendessen, als Juro wie angekündigt die Gesellen anwies, auf ihren Plätzen zu bleiben. Krabat hatte schweigend gegessen und über seiner Idee gebrütet. Jetzt setzte er sich kerzengerade auf und hielt seine Zunge zurück, um Juro nicht zuvorzukommen. Den Gesellen von allem zu erzählen war an ihm und ihm allein. Juro brachte die Worte kaum über seine Lippen. Doch als er begann, von seinem Traum zu erzählen, wurden die Mühlburschen allesamt still und sahen bedrückt in jede Richtung außer zu Juro. So kannte sie Krabat gar nicht und es kam ihm seltsam vor. Der bescheidene Juro legte ihnen die Tatsachen dar und bat nicht um Verzeihung. In 3 Monaten würde die Mühle bis zum Grund niederbrennen und jeder, der nicht rechtzeitig Reis ausnahm, mit ihr. Dass er sein eigenes Leben für das zusätzliche Jahr verpfändet hatte, ließ er aus. Krabat war schon dabei, diese Tatsache hinzuzufügen, da kam ihm Hanso zuvor, und was er sagte, überraschte Krabat sehr. »Der Hande, du hast dem Gevatter dafür dein Leben versprochen, nicht wahr?« Juro blinzelte überrascht. »Ja, woher weißt du das?« »Weil ich den gleichen Traum hatte.« »Ich auch«, gab Androsch zu und Lobos stimmte mit ein. Darauf meldeten sich auch Witko und Merten. Nun fehlte nur noch Lischko. Als der bemerkte, dass alle zu ihm herübersahen, schrumpfte er grantig in seinem Stuhl zusammen und zuckte ertappt mit den Schultern. Da stand Tonda auf. »Das sieht dem Gevatter ähnlich. Ihr alle habt ihm euer Leben verpfändet. Das ehrt euch, aber nun hat er euch alle im Sack.« »Warum hat niemand von euch etwas gesagt?«, fragte Juro vorwurfsvoll. »Warum hast du denn nichts gesagt, hm?«, zischte Lischko. Da musste Juro schweigen. Keiner der Gesellen fand die richtigen Worte. Das nutzte Krabat und erhob sich. »Was ist, wenn wir das alles verhindern könnten?« Juro seufzte. »Krabat, bitte. Ich hab dir doch gesagt, dass es keinen Weg gibt.« »Einen gibt es.« Krabat verschränkte die Arme und sah in die Runde. »Was ist es denn, was der Mühle fehlt? Hm? Was braucht sie, um zu mahlen? Was ist es, das sie bis jetzt vor dem Gevatter geschützt hat?« Schweigen. Dann sagte Merten, »Ein Meister.« »So ist es«, Krabat setzte sich wieder. »Mit einem Meister kann die Mühle ihre Arbeit für die Hölle tun. Als seine Lehrlinge seid ihr vor dem Gevatter geschützt.« »Bis auf die Neujahrsnacht, in der einer von uns sterben muss«, erinnerte Tonda. »Wer sagt, dass wir das müssen? Hat je jemand hinterfragt, was das für eine Regel ist und ob man sie umgehen kann?« Krabat spürte den Tatendrang in den Knochen. »Wenn wir einen Korraktor haben, dann werden wir einen Weg daran vorbeifinden, da bin ich ganz sicher.« »Und wo willst du diesen Meister herzaubern?«, fragte Lobosch. Krabat sah zu der Kantorka. »Ich kenne da einen. Einen Meister, der keine Schule hat.« Die Kantorka traf seinen Blick voll Unglauben und brach in lautes Lachen aus. »Der Pumput! Niemals! Er hat einen Schwur geleistet, nie wieder eine schwarze Schule zu leiten, und den wird er nicht brechen. Auch für euch arme Seelen nicht. Du weißt am besten, wie stark seine Prinzipien sind.« »Und du willst einfach aufgeben, ohne es zu versuchen?«, fragte Krabat ruhig. Die Kantorka verschränkte die Arme. »Das hier ist nicht unser Problem, Krabat.« »Deins vielleicht nicht.« Krabat sah sich die Gesellen an, jeden Einzelnen. »Aber das hier ist auch mein Zuhause. Diese armen Seelen sind genauso meine Familie, wie du es bist. Und für dich hätte ich es sofort getan.« Da verdrehte die Kantorka die Augen, aber Krabat sah, dass er sie am Rock hatte. Weil niemand etwas sagte, sah sich Krabat hilfesuchend nach Tonda um. Der sah ihn aus seinen ruhigen Wasseraugen an, und zum ersten Mal schien Krabat etwas wie Zuspruch in seinem Blick zu lesen. »Wir kontaktieren den Pumput sofort«, beschloss Krabat, »mit allen Zaubern, die wir haben, und dann hoffen wir, dass er unserem Ruf folgt.«
Und so war es. Krabat zog im Hof einen feinen Ritualkreis und sprach in Gedanken zu seinem Meister mit der dringenden Bitte, sofort zur Mühle zu kommen. Die Kantorka tat es ihm gleich und wusste auch, einen beschriebenen Zettel durch die Luft zu schicken. Gemeinsam zogen sie alle Register, die ihre Künste vermochten. Dann blieb ihnen nur zu hoffen, dass eine ihrer Nachrichten ihren Meister erreicht hatte, und selbst das hieß noch nicht, dass er sich auch bereit zeigen würde, ihr zu folgen.